Fernseher, 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 der war unten. Ja, ich weiß, da war beim. In dem Gang mit dem Clown dann die rechte Tür. Ja. Da ist der Clown. Und hier ist der Fernseher. Ja, Strom ist weg. Tatsache, ne? Vielleicht musst du in die Küche. Wo war die gleich wieder? Wenn du jetzt sagen kannst, wo die Gewitter waren, dann bin ich glücklich. Da kann ich ja leider nicht sagen. Dafür bin ich nicht lange noch dabei. Na, hier war ja alles zu. Hat er da was vom Fernseher gesagt? Also normalerweise müsste dann hier irgendwas. Ja, das wäre jetzt ja, wenn ich direkt davor schwebe, puff. Genau. Macht's puff genauso wie bei Framerate. Nee, da ist nichts mehr. Küche, Küche, wo ist denn die? Was hab ich da gerade gehört? Das wäre ein komischer Ton. Also das Geräusch. So knurren, weißt? Muss. Muss den Knurren folgen. Das war's. Boah, es wäre jetzt genau hinter mir gewesen. Das ist fies, hey. Ja. Okay, jetzt gehe ich davon weg. Was eigentlich nicht gut ist, weil ich muss wahrscheinlich da lang. Ach, dann weiß ich schon wo. Ja, kein Mensch, der so knurrt. Nee, Menschen knurren normalerweise nicht. Aber jetzt Nur entferne der ich mich Mau. wieder. Schachzimmer. Ich sage jetzt einfach Schachzimmer. Ich meine, ich renne ja total falsch. Muss also nur dem Knurren entlang. Ist aber schlimm, wenn die Nase juckt. Das ist schlimm. Besonders ein Horrorspiel noch, hey. Ja. Jetzt ist es Knurren weg. Kann nicht sein. Nein? Ist nach wie vor da.
Okay. Das kann natürlich sein, dass es von der Küche kommt. Aber da geht's zum Clown. Der Clown wird nicht knurren. Eigentlich schon nicht. Das war merkwürdig. Ich muss nur die blöde Küche finden. Die Küche müsste eigentlich in der Nähe sein, weil wenn er in der Küche den Fernseher gehört hat. Aber wo ist er? Das ist die gute Frage. Jetzt bin ich sehr nah. Hier ist er nur... Nee. Ja, jetzt entferne ich mich halt wieder. Natürlich, Küche einwandfrei. Ladi da. Es kommt eh gleich ein Hinweis. Ich höre das Geknurre ja die ganze Zeit. Da ist das Bad. Ja. Schönes Bad. Ah, die Küche ist nicht ganz oben. Hier sind nur die ganzen Zimmer. Ah, ja. Das war jetzt verdammt laut. Immer noch laut. Jetzt habe ich gedacht, okay, bisschen Erfolg. Nee, nee, hier oben ist keine Küche. Nee, die sind meistens entweder im ersten oder im Erdgeschoss. Eins von beiden. Scheint irgendwo ein Hund um das Haus zu laufen. Aus dem Haus zu laufen? Ah, okay, also muss ich raus. Wir haben immer gedacht, ja, ich höre so ein Knurren. Also... In Richtung Ausgang. Küche. Ja, genau. Also nicht Küche, nichts, gar nichts. Aber weißt du, es hat sich halt hier so nah angehört. Der Hund hat sich nicht sehr freundlich angehört. Das hat mich jetzt irgendwie gerade an Resident Evil erinnert. Wenn du auf Versehen die Tür aufmachst. Ja. So. Hat er jetzt seinen Schlüssel fallen lassen? Weil. Kann ja nicht sein, dass da nirgendwo Schlüssel liegt. Eigentlich schon halt. Oh, willst du sagen, ich soll jetzt halt bei der anderen Tür auch noch ausschauen? Nee. Nee. Unwahrscheinlich. Kann der Hund mich mal im Arsch lecken. Da. War ein bisschen schwer mit dem bisschen Licht zu sehen. So, und jetzt wieder. Finde die Tür. Weißt, Nasenkitzel auf Doom, hey. Das ist echt schlimm. Okay, dann. Muss irgendwo oben sein. Naja, ich habe das Geknurre schon immer gehört. Ich habe es halt. Er sagt, was er gesagt hat mit Fernseher und so, also als Hinweis. Die Küche und der Fernseher lassen auch gar nicht auf den Hund schließen, der rausläuft.
War ich schon. Da oben war ich auch schon. Ach, ich renn wieder. Oh ne, passt schon. Ach komm, ist rechts mal. Naja, tolles Licht. Bin begeistert. Ganz wild durch die Gegend mal wieder. Ja, ich werde schon geblendet von dem hellen Licht. Ah, okay. Hallo. Yeah. Hallo. Das ist ein... Echt? Jetzt schon? Ja, dann nehme ich mal erstmal Batterien. Sagen wir mal. Okay. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Dann ahne ich schon, was jetzt passieren wird. Tag 15. Da wirst du wahrscheinlich den Schlüssel zum Friedhof finden müssen. Aber ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Break. Gut, ja. Sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Bis dahin.